Moin, moin. Heute Projekt Wachtelstall. Hinter uns haben wir schon frei geräumt, Platz gemacht und wir wollen heute eine Foliere inklusive Wachtelstall bauen. Unterstützung habe ich. Los geht's mit dem Projekt. Wir fangen mit dem Stall an. USB-Platten, 12 mm stark, 60 x 1,60 m ist das, glaube ich, ne? Ja. Also 60 breit, 1,60 lang. Die zimmere ich jetzt als Würfel zusammen. Wird ein bisschen vom Boden aufgebockt, dass da unter auch die Luft zirkulieren kann. Ja. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, ne? Los geht's. Und der Stall, der steht. Noch sind keine Türen und Fenster drin. Das kommt im Nachhinein. Erstmal die Foliere hier errichten und dann gucken wir, wo kommt die Tür hin, wo die Wachteln rein und rauslaufen, wo kommt die Reinigungsklappe hin. Das machen wir aber erst, wenn die Foliere steht. Dann wäre hier noch die Tür. Allmählich sieht das ja schon ein bisschen nach was aus, oder? Das Grundgerüst steht schon. Wir haben die Dachschräge, das ist das lange Stück da, genau 2 Meter gemacht. Eigentlich ist der Kasten genau 2 Meter mal 1,50 Meter Tiefe und hier vorne ist er 2 Meter hoch, hinten ist er 1 Meter hoch. Das Gefälle, also warum ich den so schräg gemacht habe, die Foliere, hat den Hintergrund, dahinter ist eine Kirsche und die wird ja größer und größer mit der Zeit und nicht, dass die Äste permanent immer aufs Dach knallen oder der Baum vielleicht sogar in die Foliere reinwächst. Deswegen habe ich so eine Art Sicherheitsabstand gemacht und die Schräge. Sieht optisch auch noch mal ein bisschen schöner aus. Ja, jetzt kommt ringsherum die Verlattung, damit der Foliendraht auch befestigt werden kann. Ich habe einen Foliendraht, der ist 1 Meter hoch. Dementsprechend muss ich Latten ringsherum ziehen mit einem Abstand von 1 Meter. Das machen wir jetzt. Hier vorne, wo die Latte steht. Willst du das mal zeigen, Laura? Genau da, wo sie durchgeht, soll noch eine Tür hin. Wir müssen ja auch in die Foliere reinkommen. Das bauen wir jetzt gerade. Und wie gesagt, alles ringsherum verlatten. Das ist jetzt das nächste. Und dann kommt das Thema Dach. Das sieht doch richtig gut aus. Die Verlattung ist fertig. Die Verlattung hier. Unten, an den Seiten, hinten. Das heißt, jetzt ist der nächste Schritt, dass das Dach fertig gemacht wird, wo dann das Dach halt eben raufkommt. Die Tür wollen wir fertig machen. Aber fürs Erste, ich habe hier extra einen Überstand gelassen von 20 cm, damit der vordere Bereich auch ein bisschen überdacht ist. Und optisch macht das ein bisschen mehr her. Das ist eigentlich genau richtig. Sehr schön. Die Tür ist so gut wie fertig. 1 Meter mal 1 Meter. Da komme ich mit meinem dicken Hintern ohne Probleme durch. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das sollte passen. Genau. Zack, 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 zack. Ja, das sieht gut aus. Alle 50 cm setzen wir jetzt hier ein Querbrett, eine Latte, wo nachher das Dach oben drauf kommt. Die Querbretter sind gesetzt. Oben 3 Stück in der Mitte, unten noch 5 Stück. Hier kommen die Lichtplatten nachher rauf. Damit das Regenwasser aber nicht permanent auf den Stall kommt,
habe ich hier noch ein Stück Teerpappe, das nagel ich oben auf den Stall rauf. Somit ist der Stall vor dem Regen, was vom Dach runterläuft, geschützt. Der kann dann weiter zur Kirsche hinlaufen, dann kriegt die Kirsche halt eben ein bisschen mehr Wasser, das schadet nicht. Und der Stall ist vor Feuchtigkeit auch noch geschützt. Das Dach ist drauf. Der Regen kann jetzt hier rauf, läuft hier runter auf die Teerpappe und von der Teerpappe dann runter zum Baum oder zur Seite weg. Diese Lichtplatten habe ich mich extra für entschieden, wegen der Vogelgrippe. Denn wenn Vogelgrippe ist, darf von oben kein Tier, auf gut Deutsch, reinschietern. Es darf kein Kot oder irgendwas reinfallen. Und dementsprechend muss es von oben her, muss die Foliere abgedeckt sein. Deswegen diese Lichtplatten. Somit können die Tiere in der Foliere während der Stallpflicht bleiben. Zudem haben sie aber auch den Stall. Sieht schon ganz schick aus. Jetzt kommen wir gleich zu den Eingangsbereichen, Reinigungsklappen, die am Stall gemacht werden. Das machen wir jetzt. Ja, wie ihr seht, das Dach ist jetzt drauf. Wir haben noch ein paar Querstreben gesetzt. Und die Eingänge, beziehungsweise die erste Reinigungsklappe, genau, das ist die Reinigungsklappe in der Foliere. Da kann man im Stall halt eben reinigen. Rechts und links daneben sind die Ein- und Ausgänge für die Wachteln oder Eingänge, je nachdem wie man das nennen möchte. Wir haben bewusst zwei gemacht, da wir ein paar mehr Wachteln halten wollen, damit die sich auch aus dem Weg gehen können. Und da vorne, außerhalb des Stalls, haben wir zudem eine weitere Reinigungsklappe gemacht, damit man nicht jedes Mal in die Foliere reingehen muss. Und die Klappe ist dann auch dafür da, um das Futter regelmäßig zu wechseln, das Wasser regelmäßig zu wechseln. Denn das wollen wir lieber in dem Stall lassen, als in der Foliere. Da kommt man schneller ran. Ja, der erste Teil, Wachtelstall gebaut, ist fertig somit. Im zweiten Teil wird der Folierdraht, der Draht befestigt und die Wachteln ziehen ein. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum zweiten Teil. Ciao. Feierabend.